So, heute haben wir was ganz Besonderes. Upsi, ey. Kubik. Hey, Kubik. Ja. Was machen Sie hier? Gib ihm. Ja, tut mir leid. Ne? War nicht extra. Und zwar, ich habe was vorbereitet für euch. Bekanntlicherweise bauen wir ja, ich glaube, wir bauen ein Auto in der Woche um, oder? Ein halbes. Halbes? Ja, alle 2 Wochen ein Auto. Alle 2 Wochen ein Auto? Ja. Hier ist nichts los. Auf jeden Fall habe ich was wirklich Geiles für euch. Und zwar machen wir heute den ultimativen, wie baue ich es auf, den ultimativen AMG 63er Vergleich, weil AMG ja so ein bisschen Schlawiner ist, ne? Echt? So ein bisschen, ne? Es gibt ja 3 63er Motoren. Es gibt den 6,3er, es gibt den 5,5er und es gibt den 4 Liter. Alle heißen 63er. Alle denken da draußen, das ist irgendwie der gleiche Motor. Ist es aber nicht. Ja, der eine ist turbo-aufgeladen, der andere ist auch turbo-aufgeladen und der andere ist ein Sauger. Und deswegen habe ich mal so richtig was vorbereitet, ich habe mal was angerichtet. Echt ehrlich. Vorbereitet, deswegen wusst ihr auch, dass ihr kommt, ihr kleinen Schlawiner. Und zwar haben wir hier heute Trommelwirbel. Wir haben einmal unser Coupé, 6,3 Liter Maschine. Wir haben hier ein weiteres Coupé, aktuell bekanntlicherweise das Fahrzeug des Herrn Kremers, mit einer 4 Liter Maschine V8 Biturbo. Und wir haben den 5,5 Liter Motor dort vorne. Genau, auch eine 63er Maschine. Alle drei Motoren sind sehr unterschiedlich, muss man wirklich sagen. Der eine hat mehr Drehmoment, der andere dreht mehr, der andere ist ein reines Drehmoment, 6,3 Liter Saugmotormonster. Und wir wollen wirklich alle drei fahren, wollen mal vergleichen und wollen auch mal so ein bisschen bei den Coupés über das Design sprechen. Weil ich saß dort vor, gleich hinten ist mein Tisch. Oh, da, wo das Glas ist, so? Da, wo die Wolbeck-Flasche steht, immer. Ah. Jetzt pass auf, das ist so krass. Das Auto, wo das rauskam, fand ich das krass. Und ich hab mir gedacht, boah, guck dir mal die Seitenwand an, ja? Siehst du meine Handbewegung? Mhm. So geht die, okay? Und hier macht das so, okay? Mhm. Ah. Alter, jetzt komm mal jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Bitte setz mal den Fokus auf das alte Coupé von hier, aus dem Blickwinkel. Ach so, ja. Mhm. Bist du hier? Hä? Ja? Ja. Und wie das so fällt. Okay? Okay. Und jetzt? Guck dir mal den Arsch an! Guck! Siehst du das? In your face. Auf jeden Fall, alle drei Motoren sind Serie. Der hat eine Abgasanlage von uns bekommen. Der CLS hat eine Abgasanlage von uns bekommen. Und meiner, wie soll es auch immer sein, ist noch Serie. Natürlich. Natürlich. Trotzdem wollen wir mal einen Vergleich machen. Jetzt lasse ich dir die Wahl, vielleicht, wenn es eine gute Wahl ist, welche Reihenfolge sollen wir hören? Also mein Vorschlag war... Ja, okay. Ich will es nicht im Mund setzen. Mein Vorschlag war, wir fangen mit dem kleinsten Hubraum an. 4, 5, 5, 6, 3, hätte ich es gedacht. Soll ich einen Push holen? Ja, ich hol schon. Los, wir laufen. Wir laufen hin. Komm. Da liegt er. Oh. Hier, like, da. Like a boss. Da runter. Ja, Vorschlag ist gut. Wir gucken uns doch einmal den Motor an, okay? Also, aktuellster Motor, 4 Liter V8 Biturbo, sieht so aus. Die beiden Lader sitzen zwischen den Bänken, ist bei dem 5,5er genau das gleiche Spiel. Ja, Wasserladen, Luftkühlung hat der andere auch so. Ja, 4 Liter, kleinerer V8 Motor, anderes Fahrverhalten. Misst halt nicht das. Aber das ist Serie, Leute. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja. Dann klopft dir einer unter den Golf und dann kriegst du einen Anschiss. Ist wirklich so. Also, das ist Serie. Ist schon männlich, wird aber noch besser. Jetzt 5,5 Liter. Auch hier ist eine Abgasanlage von uns drunter. Also, da nicht, aber hier ist eine Abgasanlage drunter. Hier haben wir auch Wasserladeluftkühlung. Wir haben die Bänke. Die Lader hier sitzen rechts und links außen. Doch ein Unterschied. Wir haben ja hier ein heißes V. Das heißt, die Lader sind zwischen den beiden Bänken. Beim 5,5er. Sind die Lader nämlich rechts und links außen. Da wir gut vorbereitet sind, fällt mir gerade was ein, komm mal mit. Wir haben für das Video mal eben professionellerweise den Motor ausgebaut. Das ist der Motor aus dem CLS. Ja, das ist quasi der gleiche. Wir haben die Lader außen sitzen, sehen wir hier. Lader sind außen angebaut, nicht zwischen den beiden Bänken. Das ist der Unterschied, also das ist ein klassischer V8 Motor, einen sehr hohen Hitzebereich hier außen. Dafür ist zwischen den beiden Bänken nicht so ein hoher Hitzebereich. Ja, ich wollte euch mal eben zeigen. Ja, professioneller vorbereitet. Was ist mit dem Puschel hier? Ja, auf jeden Fall sind wir ja da.
Motor sieht so aus, ausgebaut. Jetzt ist er hier wieder drin. Wir machen mal an, ne? Ja. Was natürlich beim 5.5er viel geiler ist, er hat dieses Bootsgebrubbel, weißt du? Hat der Filter nicht ganz so, ist aber auch noch komplett Serie. 5,5, okay? Mhm. 6,3. Hier ist richtig, boah, ja, Dampfer mal angesagt. Man kann aber jetzt nicht Dampfer mal gleichsetzen mit super viel Leistung, weil er ist auf jeden Fall in dem Trio hier der schwächste Kollege, weil kein Turbolader. Aber er ist natürlich auch der männlichste Motor. Er ist auf jeden Fall der grobschlächtigste, ist einfach nur ein Saugmotor. Hier sind keine Laber rechts oder in der Mitte. Es ist wirklich ein klassischer Saugmotor, der aber wirklich doch geil dreht und vom Klangbild her auch wirklich sehr toll ist. Ja? Also muss ich wirklich sagen. Anderen beiden hören sich an, als ob sie so sein wollen, sind es aber nicht. Das ist halt wirklich echt, ne? Also wirklich ein vollmundiges Bouquet. Ui. Das ist heftig. Kann man sagen. Da tun einem die Ohren weh. Das ist halt V8, wie er V8 sein muss. Ja, ne? Ist halt, es gibt noch den Ami V8, ne? Eine Lockenwelle unten liegend. Die hören sich noch ein bisschen anders an, die sind auch ein bisschen träger. Die sind noch balleriger, noch Ami-mäßiger, aber das ist schon für modernes Auto ein ziemlich geiler Klang für ein V8. Mhm. Wir wollen ja einen ganz kurzen Eindruck auch sammeln, wie fährt denn sowas? Weil irgendwie ja viele Leute wissen das ja nicht. 63 steht überall drauf, aber ist es immer das gleiche 63? Hm. So, jetzt bist du dran. Erst kleinen Hubraum, mittleren Hubraum oder ganz großen Hubraum ohne Lader? Ich würde anfangen, so wie wir Sound gemacht haben und Motor. Also erst mit meinem? Klar, genau. Okay, gut. Die GoPro ist bei dir hinten in der Kapuze? Ja. Okay. Hier. Ich will nur den Eindruck vermitteln, was merke ich? So, Traktion haben die AMG-Motoren eigentlich alle nicht, ne? Wenn sie keine Formatik sind oder sowas. Es driftet ja natürlich wie bescheuert. Und der driftet auch ganz, 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 ganz toll und ganz wunderbar. Was man merkt bei dem 4 Liter ist ganz klar, dass das Hochdrehverhalten, wir werden gleich mal den Unterschied wirklich direkt erfahren, weil den 5,5er bin ich noch nie im direkten Vergleich gefahren. So, jetzt haben wir hier den 4 Liter. Ist gut. Aber ist jetzt auch nicht die Übermacht, ne? Wann würdest du sagen, wann hat er die komplette Power? Ab wie viel? Früh. Guck mal, du hast ja durch den V8, hast du ja ganz früh starkes Drehmoment anliegen. Ne? Du entwickelst ja über beide Bänke sehr viel Abgasvolumen. Die Lader sind relativ klein. Das heißt, sie haben eine relativ hohe Laderdrehzahl bei vielleicht 2.500 Umdrehungen. Wird das bei den anderen anders sein? Bei dem 5.5er ist das gleiche. Ist ja auch sehr ähnlich. Okay. Ne, zum Beispiel bei dem großen, den wir euch gerade gezeigt haben, den Motor, da sind die Lader jetzt noch mal größer geworden. Deswegen ist der Motor auch draußen, weil der Motor muss leider mal raus, um Lader zu wechseln. Und da wird das Turboloch immer größer, weil wir eine Menge Abgasvolumen brauchen, um die Turbinen zum Laufen zu bekommen. Ich hole mal eben die GoPro rein, sonst brät da nämlich einer drüber. Der Opa hinter uns im Auto. Was, wie, wieso steigst du aus an der Ampel, Junge? Achso, deine Kamera, guck mal. Heißt, der Drehmoment ist da, der beschleunigt los. Natürlich ist vom Verlauf her gleich der echte 6.3er, ja, der im alten Coupé, der wird ganz anders anpacken. Ne? Der muss keinen Lader beschleunigen, der ist dafür gebaut, dass er von vornherein dir in die Fresse haut. Irgendwann obenrum dreht er nur noch sehr geil, aber da kommt nicht mehr so viel Drehmoment. Das, was du vom Turbo her kennst, das kann er da obenrum nicht. Direkter Vergleich, oh. Ja. V8 Biturbo, Lader sitzen jetzt außen, wir haben 1,5 Liter mehr Hubraum, wir haben auch dementsprechend größere Lader. Jetzt geben wir mal Gas mit dem Kollegen hier. Das ist aber krank. Das ist
kann man nicht vergleichen. Boah, krass. Das ist für mich auch gerade geil. Boah, hättest du es gedacht? Nein. Oh, das war ein krasser Unterschied, Alter. Das ist so geil, wenn man damit nicht rechnet, ne? Ja, ja, du denkst so, Klang ist irgendwie gleich, AMG, Lenkrad, alles ist irgendwie so beieinander und dann gibst du Gas und auf einmal. Ich hab gar nicht mehr aufgehört, ne? Ja, ne, weil die Traktionskontrolle hat so geregelt, wenn er die weggemacht hat, buh. Ja. Ich würde sagen, obenrum ist er schwächer, nicht so spritzig. Ne, guck mal. Nee, doch nicht. Oh. obenrum ist schon wirklich megamäßig gut. Klangmäßig ist es im Innenraum, ist auch ein CLS, natürlich jetzt etwas gedämpfter. Ich finde, im C-Coupé kommt alles ein bisschen mehr in den Innenraum. Ne? Ja. Das ist mehr was Gefühl. Alter. Ich bin gespannt. Also ich glaube, vom Fahrgefühl, so im ersten Moment, wird der ziemlich ballern, der 6.3er. Aber wenn du wirklich die echte Realität guckst, die Geschwindigkeit, dann kommt er nicht mit. Das war 5,5 Liter. Weiter geht's. So, jetzt haben wir 6,3 Liter Hubraum, keine Turbolader. Du merkst bei dem Motor im Innenraum mehr Motor. Also wenn du jetzt so einen Gasstoß gibst, spürst du halt einfach den Motor. Der wirkt halt viel schwerer und viel massiger und da passiert richtig was. Und da ist halt richtig Action, ne? Ja, zum Beispiel, du merkst jetzt schon dieses erste Anfahren nur, ist viel extremer, weil Zündung wird nach vorne gestellt. Der Motor hat eine andere Aggressivität, ist mehr wie ein Rennmotor. Die anderen beiden sind Autobahn-D-Züge. Also, jetzt geben wir mal hier Gas. Er dreht natürlich höher, ne, gefühlt. Also, was auch ist. Man darf sich nicht verarschen lassen, die Getriebeübersetzung fühlt sich auch anders an. Bei dem anderen ein bisschen Turboloch, ganz viel Drehmoment und dann boah. Hier hast du das Gefühl, die Gänge sind etwas kürzer, schaltet auch schön schnell und der arbeitet das halt, ist anders, ist einfach komplett anders. So, jetzt geben wir selbe Stelle wieder Gas. Kann man halt nicht vergleichen. Aber was findest du jetzt besser oder schlechter? Ich bin Turbo-Mensch. Klangtechnisch finde ich den ich am auch. Geilsten. Also ich wenn der auch. Gemacht ist, dann ist das schon heftig. Also Klang ist halt wirklich schon sehr, sehr männlich. Ja. Aber wie schnell man verwöhnt ist. Jetzt sind wir aus diesen beiden technologischen Turbomonstern ausgestiegen in einen 6.3er, beschleunigen los und beide sagen so, ja, ist jetzt nicht ganz so krass. Genau. Aber das ist trotzdem, das ist ein das ist GoPro. Ein, willst du rein? Ah, ja. Ich hole mal eben die GoPro. Das ist trotzdem ein 6,3 Liter V8 Motor. Von AMG. Und man, ohne. Weil kein Drehmoment, wir beide sitzen so drin und reagieren gar nicht großartig. Das ist ein ultraschnelles Auto, wirklich, keine Frage. Aber das zeigt halt schon das Drehmoment und das Turbotechnik, die halt schon, das ist halt schon die Macht, wenn es um Beschleunigung geht. Ne? Von der Dosierung her habe ich jetzt sogar auf den paar Metern schon das Gefühl, dass ich den Motor feiner bedienen kann und nicht so grob schlechtig, wie wenn der 5.5er mit 1000 Newtonmeter oder was ich was mit, wenn der Software hat, die kriegst du nie sauber, kriegst du über 1000 Newtonmeter in die Kurve gezwirbelt. Ne, weil die sind einfach sehr, sehr wild und grob. Sowas hier ist halt wirklich sehr fein zu bedienen. Ne? Klang ist schön. Was meinst du, wie würden die sich verhalten, wenn man die gegeneinander antreten lassen würde? Ich weiß auch nicht. Also der 4 Liter meiner gegen den, schwer zu sagen. Also ich gewinne. Aber so krass ist es nicht. Also am meisten hat mich jetzt eigentlich der CLS weggeballert, weil der Unterschied zwischen diesen beiden Motoren ist doch mehr als ich dachte. War schon schockierend. Ist doch wirklich mehr als ich dachte. Der Klang hier ist einfach nicht so künstlich. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ist wirklich. Was du hörst, ist was du kriegst. Ist 100% echt, ne? Ja. Gehen wir mal rein? Würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Ja, Herr Kubik. Guten Tag. Würden Sie sagen, der Unterschied zwischen dem 5.5er Biturbo-Motor ne, und dem 4 Liter aus dem Coupé ist groß? Von der Leistung her? Vom Gefühl? Ich glaube, der 4 Liter fühlt sich stärker an. Das ist krass, der 5.5er ist viel stärker. Also jetzt wir beide gerade, weil das war jetzt wirklich ja aussteigen. Reinsetzen nächste. Und du weißt, wie der 4 Liter jetzt vorwärts marschiert. Alter, der 5.5er nicht der... Ja, ist ja kein Problem.
Ah, dafür haben wir diese Wahlgesänge. Ja. Der 5.5er haut dicht um. So, ja, auf jeden Fall haben wir heute ein bisschen AMG verglichen, wir haben Klang verglichen, wir haben Beschleunigung verglichen, jetzt nicht in Zeiten, weil ich muss meine Messuhren zu Hause abholen, ich Idiot. Aber darum ging es ja auch gar nicht. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht, um alles genauso zu fahren. Aber wir sind mal alle drei gefahren, auch im Vergleich, und haben mal ein bisschen gehört und haben mal ein bisschen verglichen. Und das finde ich auch ganz toll. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja? Jawohl, machen wir. Fabian, wünsche den Leuten auch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Er hat morgen ein bisschen Anschluss bekommen von mir. Ich bin nicht immer so lieb. Tschüss. Da ist er! So, heute haben wir was ganz Besonderes. Upsi, ey! Kubik! Herr Kubik! Ja.